In meinem heutigen Video geht es bei mir um eBay und zwar um den Versand weltweit oder in die EU. Viele versenden nur innerhalb Deutschlands, weil sie nicht wissen, wie mache ich das mit den Versandkosten fürs Ausland. Wir sind jetzt hier bei mir im erweiterten Verkaufsformular. Das ist jetzt Voraussetzung. In dem einfachen Verkaufsformular sieht es etwas anders aus. Ich habe jetzt die ganzen Daten des Artikels schon eingegeben. Die müsst ihr natürlich auch vorher noch eingeben. Scrollt dann nach unten, wo die Versandkosten festzulegen sind. Und zwar hier. Hier steht Versanddetails hinzufügen. Versand im Inland. Dann habt ihr jetzt hier ein leeres Feld. Ja, jetzt wisst ihr zum Beispiel nicht, was kostet mich der Versand fürs Inland? Da gibt es jetzt auch noch hier eine Hilfe, der Versandkostenrechner. Ihr müsst zuvor euren Artikel messen, Länge, Breite, Höhe und Gewicht. Klickt hier auf Versandkostenrechner. Dann erscheint dieses Fenster. Ihr gebt die Länge des Artikels ein. Dieser bei mir jetzt zum Beispiel 50 cm, die Breite 30 cm, die Höhe 15 cm, das Gewicht sage ich einfach einmal 1000 Gramm. Ich gehe hier hinten auf den Pfeil. So, und sehe jetzt hier, hat eBay mir vorgeschlagen Hermes. Ich möchte aber jetzt nicht mit Hermes versenden, sondern lieber DHL zum Beispiel. Ich gehe hier auf weitere Versandoptionen. Und sehe hier DHL Päckchen bis 2 Kilo und DHL Paket bis 2 Kilo. Paket ist versichert, Päckchen nicht. Und die Kosten. Okay, das sind jetzt hier zum Beispiel 4,39 €. Ich klicke jetzt einmal auf Auswählen. Okay, und hier unten Auswahl übernehmen. So, ihr seht jetzt hier DHL Päckchen 4,39 €. Könnt natürlich jetzt auch die Summe noch etwas erhöhen, falls euch der Karton noch etwas kostet. Und gebt da ein, sagen wir einfach 50 Cent mehr. Sagen wir 4,94 €. Ja. Okay, es wären jetzt einmal für die Versandkosten fürs Inland gewesen. Dann gibt es aber auch Leute, die möchten jetzt kein Päckchen erhalten, sondern gerne ein Paket, weil es versichert ist. Dann könnt ihr hier auf weitere Versandart anbieten klicken. Geht hier auf diesen Pfeil und wählt hier das DHL-Paket aus. Und gebt dann die Kosten fürs Paket an. Ich schreibe jetzt einfach mal hier hin 5,90. Die Summen sind aber jetzt nicht für euch verpflichtend, die ich jetzt hier nehme. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Okay, jetzt kann der Kunde in Deutschland wählen, möchte ich jetzt ein Päckchen oder ein Paket bekommen. Ja, jetzt geht's weiter. Die Bearbeitungszeit hier ist nur einzustellen, ein Werktag. Und jetzt, ja, jetzt möchte ich das Ganze auch noch ins Ausland versenden. Jetzt geht's jetzt weiter hier. Ihr geht hier auf Formular anpassen. Es öffnet sich ein Fenster. Hier links geht ihr zu Versand. Und hier oben bei internationaler Versand setzt ihr einen Haken. Die Versanddienstleister könnt ihr hier noch wählen, Deutsche Post, DHL, Hermes. Ja, und dann auf Speichern. Und schon erscheint jetzt hier unter dem Versand ins Inland der internationale Versand. Jetzt steht hier erst einmal kein internationaler Versand. Ihr geht jetzt hier auf den Pfeil.
pauschal gleiche Kosten für alle Käufer. Und könnt jetzt hier genauso mit dem Versandkostenrechner die Kosten ermitteln, zum Beispiel den Lieferort auswählen, unter weltweit oder Standort auswählen. Ich mache jetzt einmal Standort auswählen. Es erscheint jetzt hier, wohin möchte ich versenden? Ich sage jetzt einfach hier einmal, ich möchte in die Europäische Union versenden. Und wähle jetzt hier in dem Feld unter Versandart aus, zum Beispiel DHL Päckchen International. Gebe jetzt hier hinten die Kosten ein, das sind 9 Euro. So, jetzt haben schon mal alle Länder in der Europäischen Union die Info, ich versende für 9 Euro ein Päckchen in ihr Land. Nun möchte ich aber auch noch gerne in die Schweiz versenden. Die Kosten in die Schweiz sind aber höher. Dann klicke ich hier auf weitere Versandart anbieten. Gehe hier wieder auf Standort auswählen. Wähle die Schweiz aus. Suche mir jetzt hier aus. Bei mir ist es jetzt ein DHL-Päckchen international. Und es kostet jetzt 16 Euro. So, jetzt versende ich in die Europäische Union und in die Schweiz. Und so kann das auch mit anderen Ländern, die nicht in der EU sind, weiter hier fortgesetzt werden, mit weiteren Versandarten anbieten. Jetzt ist es aber so, ich möchte vielleicht gar nicht in alle Länder der Europäischen Union versenden. Da sind vielleicht Länder dabei, mit denen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die möchte ich gerne ausschließen. Wie geht es jetzt? Und zwar, weiter unten hier seht ihr zusätzliche Lieferorte, Kosten auf Anfrage. Ach nee, das wäre jetzt, wenn ihr jetzt noch Lieferorte hättet, wo die Kunden den Preis bei euch anfragen müssen. Dafür ist diese Rubrik gedacht. Dann erkläre ich das zuerst. Und zwar zusätzliche Lieferorte. Ihr könnt dann hier versenden nach Deutschland und ich sag mal einfach, wenn ihr noch Lust habt, nach Amerika zu versenden, dann macht ihr einfach da den Haken. Diese Leute doch, die müssen aber erst bei euch dann anfragen, was kostet mich der Versand nach Amerika? Sie können jetzt nicht bei dem Artikel gleich schon sehen, der kostet, ich sag mal einfach 20 Euro oder irgendwas. Ja, und jetzt kommen wir dazu, was ich eben sagte. Lieferorte ausschließen, zum Beispiel in der EU. Hier steht, mit Hilfe der Option Lieferorte ausschließen, können Sie Länder ausschließen, in die Sie nicht liefern möchten. Wenn die Option nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Formular anpassen. Okay. Jetzt müssen wir wieder zu Formular anpassen gehen. Und zwar war das Ganze hier oben. Dort. Und jetzt schaue ich jetzt mal, wo das jetzt hier ist. Ich muss, glaube ich, hier nach unten scrollen. Hier, Ausschlussliste, eine Liste von Lieferorten einrichten, an die ich nicht verschicke. Dort setzt sie den Haken und speichert ab. Okay, jetzt sind wir hier wieder internationaler Versand. Hier ausgeschlossene Versandorte, Ausschlussliste erstellen. Dort müsst ihr hinklicken. Es öffnet sich jetzt ein Fenster. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt,
gehe ich jetzt einmal. Ich gehe jetzt einfach hier mal auf Europa, alle Länder anzeigen. So, und jetzt, ich hatte ja eben EU angekreuzt, Europa hatte ich ja eh nicht angekreuzt. Jetzt schaue ich mal, welche Länder haben wir in der EU, die ich zum Beispiel jetzt nicht beliefern möchte. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Land. Na, ich nehme jetzt hier einfach einmal Slowakei. Ich habe jetzt nichts gegen die Slowakei, aber irgendwas muss ich hier jetzt mal auswählen hier. Wenn ihr nun hier mit eurer Ausschlussliste fertig seid, habt all diese Orte angekreuzt, in die ihr nicht versenden möchtet, scrollt die ganz nach unten. Dort sehen Sie nochmal, welche Orte ausgeschlossen sind. Hier bei mir jetzt zwei. Dann klickt ihr auf Übernehmen. Jetzt hier unter den Versandkosten. Muss ich hier nochmal hochscrollen. Also hier sind die ganzen Versandkosten angegeben. Hier unten drunter steht jetzt ausgeschlossene Versandorte. Da könnt ihr das nochmal überprüfen. Ja, und das war es jetzt auch schon. Jetzt geht es dann auf Weiter. Dann hier Artikel einstellen. Jetzt gehe ich nochmal in den Artikel rein. Gehe hier neben Beschreibung auf Versand- und Zahlungsmethoden. Und sehe jetzt hier nach Deutschland 94 Päckchen, 95 DHL-Paket. Hier oben steht Versand nach Amerika, Europäische Union, Schweiz. Ausgeschlossen Slowakei und Packstation. Ja, und wenn ich jetzt hier Slowakei suche, ist sie hier nicht mit dabei, wie ihr sehen könnt. Ich gehe jetzt mal auf Schweiz. Kosten anzeigen. 16 Euro, wie angegeben. Und wenn ich jetzt hier aussuche zum Beispiel Dominikanische Republik. Dort steht jetzt, dieser Artikel wird nach Dominikanische Republik geliefert, aber der Verkäufer hat keine Versandoption festgelegt. Also alles so, wie man es haben wollte. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr kommt klar mit den Versand- und Zahlungsmethoden fürs Ausland. Und dann bis zu meinem nächsten Video und ciao.